hier ist Ansu und ich erzähle euch heute ein bisschen was darüber, wie ich angefangen habe, Japanisch zu lernen. Vielleicht erzähle ich erstmal ein bisschen, warum ich angefangen habe, Japanisch zu lernen. Ich wollte damals gerne während meines Studiums ein Jahr oder ein Semester lang ins Ausland gehen und wollte aber auch gerne in ein Land gehen, dessen Sprache ich noch nicht kann. Und ich habe damals überlegt, okay, wo könnte ich hingehen, was ist vielleicht ganz interessant. Da bin ich dann irgendwie auf Japan gekommen und dachte mir nur so, Japanisch lernen, das klingt nach einer Herausforderung. Außerdem habe ich zu der Zeit auch sehr viele Animes geschaut und dachte mir nur so, wenn ich irgendwann Animes ohne Untertitel schauen könnte, das wäre total cool. Ich muss euch leider enttäuschen, das kann ich bis heute immer noch nicht. Also ich lerne jetzt ungefähr so 2 Jahre Japanisch, aber Anime komplett ohne Untertitel zu schauen ist immer noch nicht drin. Also ich verstehe schon mal so einzelne Sätze, gerade so einfache Sätze oder einzelne Wörter oder halt auch mal eine grammatische Struktur, aber ich kenne dann irgendwie die Vokabeln dazu nicht oder so. Aber komplett ohne Untertitel geht es leider immer noch nicht. Aber irgendwann wird mein Traum hoffentlich in Erfüllung gehen. Aber kommen wir zurück zum Thema. Ich möchte euch heute einfach erzählen, wie ich angefangen habe, Japanisch zu lernen. Und dazu habe ich hier auch meinen Ordner sozusagen mit meinen ganzen Japanisch-Sachen mal rausgesucht. Bei mir war das Ganze prinzipiell eine relativ spontane Idee. Ich dachte so, okay, in welches Land will ich gehen? Ah, Japan, Japan ist cool. Okay, Japanisch lernen. Ich habe mir dann erstmal geschaut, was es so für Apps gibt, mit denen man vielleicht Japanisch lernen kann. Beziehungsweise habe ich einfach im Internet ein bisschen recherchiert, womit man überhaupt anfangen sollte. Und das Erste, was man wirklich lernen muss, sind Hiragana und Katakana. Aber vor allen Dingen Hiragana. Ohne Hiragana und ohne Katakana läuft einfach gar nichts. Deswegen habe ich mir damals so ein schickes Notizbüchlein gekauft und habe halt einfach angefangen, da drin Hiragana und Katakana schreiben zu üben. Ich habe erst auf so losen Blättern angefangen, das immer wieder zu schreiben und immer wieder die Hiragana zu üben. Aber die Zettel sind mir einfach irgendwann verloren gegangen und deswegen habe ich mir dieses Büchlein gekauft. Und dann sieht man einmal hier, das waren meine ersten Hiragana mit so ein bisschen Übung. Also ich selber finde sie so hässlich, dass ihr eigentlich euch geehrt fühlen könnt, dass ich euch die zeige. Nee, Spaß, aber ich finde meine Hiragana sind auch heute noch ziemlich hässlich, aber die hier sind schon noch, das war noch eine ganz andere Kategorie als jetzt. Ich habe mir dann einfach alle Hiragana hier sozusagen aufgeschrieben und dann hatte ich auch einen Platz, wo ich wusste, okay, hier stehen sie und wenn ich mal eins nicht lesen kann, kann ich immer hier nachschauen. Und das Ganze habe ich dann auch mit den Katakana gemacht. Die sehen eigentlich schon ziemlich gut aus. Passt besser als meine Katakana zurzeit auch sehen, weil ich sie mittlerweile so schnell schreibe, dass sie nicht mehr so schön sauber sind. Und die Katakana habe ich hier richtig gut hinbekommen. Das war so das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe wirklich erstmal geübt, diese beiden Schriftsätze oder Zeichensätze zu lernen, bis ich sie wirklich auswendig konnte und auch lesen konnte größtenteils. Ja, und dann gab es halt verschiedene Apps, die ich mir runtergeladen hatte. Da gab es welche, bei denen hat man eher Vokabeln gelernt. Dann gab es welche, bei denen hat man eher Grammatik gelernt. Und ja, ich habe mir einfach versucht, eine gute Mischung zusammenzustellen, dass ich sowohl Grammatik lerne als auch Vokabeln. Hier sieht man dann, wie ich angefangen habe, mir auch grammatische Sachen sozusagen aufzuschreiben. Also hier geht es ein bisschen um Partikel und Satzstellung. Hier geht es um Verben, Adjektive, Ortsbestimmungen und sowas. Aber wie man sieht, habe ich das Ganze gar nicht so weit weitergeführt, weil hier hört es dann auf einmal auf. Ich habe mir dann hier so erst allgemeine Vokabeln aufgeschrieben, sowas wie Hi, Yeah, Arigato. Oder dann die ganzen Fragewörter, Nan desu ka, Deutsche desu ka und so weiter. Und dann auch schon einzelne Sätze und Fragen. Sowas wie Genki desu ka. Dann haben wir hier die Familienmitglieder und dann auch Vokabeln, die die Zeit betreffen, sowas wie Wochentage und Jahreszeiten. Aber das habe ich nicht allzu lange irgendwie so wirklich für mich allein so mit ein paar Apps und dem Internet so weitergeführt, weil man einfach so keine wirklichen Übungen hatte, beziehungsweise halt auch gar nicht so richtig die Korrektur hatte und es ist halt einfach irgendwie ohne Struktur zu lernen und einfach drauf los ist ein bisschen schwierig. Und deswegen war ich dann in der Stadt unterwegs und habe mir ein Buch gekauft. Das Buch heißt Japanisch für Manga-Fans.
Ich habe damals wirklich geschaut, was es so für Bücher gibt und ich wollte was haben, was relativ locker ist und irgendwie mir einfach mich erstmal der Sprache ein bisschen näher bringen, weil ich einfach mal sehen wollte, ist die Sprache überhaupt was für mich? Und da habe ich dann dieses Buch gefunden. Also das hat schon auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen, da man dann einfach so mehr Struktur hat. Hier fängt es halt auch an mit den Hiragana und Katakana. Was ich an dem Buch ganz cool finde, ist, es gibt verschiedene Lektionen, die immer sozusagen ein Thema haben. Und dann hat man zuerst so ein kleines Comic, wo halt so verschiedene grammatische Sachen oder auch Vokabeln erklärt werden. Und danach hat man dann sozusagen eine Art Vokabelliste. Und in dem Buch lernt man auch relativ viele Kanji. Also Kanji sind ja sozusagen dann die einzelnen Schriftzeichen. Und nach den Vokabellisten bzw. Kanji-Listen gibt es dann auch immer noch mal so einen kleinen Absatz zu so kulturellen Sachen. Man hat einmal meistens den Feiertag des Monats und dann irgendwie immer noch mal ein kleines anderes Thema. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil man da auch gleich über das Land auch noch mal ein bisschen was gelernt hat. Mit dem Buch habe ich dann auch gemerkt, dass mir die Sprache wirklich sehr, sehr gut gefällt. Also, dass ich die Sprache auch sehr, sehr gerne mag und dass auch die Kultur mich total interessiert. Und dass ich gemerkt habe, okay, die Idee, mein Auslandsplan sozusagen in Japan zu machen, könnte genau das Richtige sein. Ein Fun Fact zu dem Buch. Man liest es auch wie einen Manga von hinten, aber meine Ausgabe hat einen Druckfehler sozusagen. Also beziehungsweise eigentlich ist es kein Druckfehler, sondern ein Bindungsfehler. Wir sind mittendrin auf einmal ein paar Seiten, die auf dem Kopf gedruckt sind. Also eigentlich ist das Buch so rum und man liest es so und das ist richtig rum. Und hier sind dann irgendwie so ein paar Seiten, die auf einmal auf dem Kopf sind. Also da ist beim Binden wohl irgendwas schief gelaufen. Aber ja, man konnte es ja trotzdem lesen. Ich habe es dann halt einfach auf den Kopf genommen, die paar Seiten auf den Kopf gelesen und ab hier ist es dann schon wieder richtig rum. Und das Buch, muss ich sagen, finde ich ganz gut, um so die Sprache so ein bisschen zu beschnuppern. Das Lustige ist auch, als ich das Buch gekauft habe, bin ich halt in den Bücherladen gegangen und dachte so, ja, ich kaufe mir jetzt ein japanisches Buch. Aber irgendwie bin ich dann in der Manga-Abteilung gelandet und habe dann zufälligerweise dieses Buch gesehen und dachte so, oh ja, das ist eigentlich genau das Richtige für mich. Da man aber auch mit so einem Buch halt jetzt nicht perfekt Japanisch lernen kann, was glaube ich verständlich ist, habe ich dann sozusagen die Sache für mich offiziell gemacht und mich beim Japanischkurs bei mir in der Uni eingeschrieben. Ich muss sagen, ich habe diesen Kurs 1,5 Jahre jetzt besucht und habe jetzt sozusagen alle Kurse an meiner Uni absolviert, die man in Japanisch machen kann. Und es ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich meine Lehrerin sehr, sehr mag und den Unterricht auch gerne gemacht habe, obwohl es halt eigentlich auch zusätzlich neben meinem Studium war. Habe mich immer irgendwie dafür begeistern können und habe die Hausaufgaben eigentlich auch sehr, sehr gerne gemacht. Also ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach so eine Liebe zu der Sprache entwickelt, die es mir relativ einfach gemacht hat, die Sprache auch zu lernen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also wenn man merkt, dass es halt einem sehr, sehr schwer fällt, Japanisch oder auch irgendeine andere Sprache zu lernen, dann ist es halt, glaube ich, einfach nicht so die richtige Sprache für einen. In meinem Japanischkurs war es dann so, dass wir im ersten Semester sozusagen ein Buch hatten und im zweiten und dritten Semester hatten wir dann davon auch einen zweiten Teil. Beim Japanischkurs an der Uni ist es halt so gewesen, dass wir zweimal in der Woche 90 Minuten Unterricht hatten und dann halt auch immer noch Hausaufgaben hatten und der Umfang war schon relativ groß. Aber wie gesagt, ich habe es halt sehr, sehr gerne gemacht und mir vieles relativ einfach, beziehungsweise habe ich es halt auch mit Spaß gemacht. Und deswegen war das für mich eher so wie eine Art Hobby, anstatt dass ich jetzt wirklich das Gefühl hatte, ich muss lernen. Ich muss dazu sagen, nach dem ersten Semester dachte ich so, oh ja, japanische Satzstrukturen, die sind eigentlich relativ einfach und das ist alles total logisch und das kriege ich alles super hin. Also nach dem ersten Semester denkt man wirklich so, Japanisch, das geht eigentlich ganz gut. Und dann kam das hier. Beziehungsweise am Anfang vom zweiten Semester ging es auch noch, aber dann kommen irgendwann die Nebensätze. Und oh mein Gott, als wir angefangen haben, Nebensätze zu lernen, dachte ich so, was ist mit meiner schönen, einfachen Sprache passiert? Warum ist sie jetzt auf einmal so kompliziert geworden?
Aber das verfliegt dann auch relativ schnell. Das war jedoch nur sozusagen der erste Schock. Und wenn man die Nebensätze dann einmal verstanden hat, dann sind deren Strukturen eigentlich auch relativ einfach. Dann macht das Ganze auch wieder total viel Sinn und ist wirklich sehr, sehr logisch aufgebaut. Und ich habe sozusagen mich nicht entmutigen lassen, sondern bin dran geblieben und habe das gelernt. Wenn man jetzt nicht studiert oder die eigene Uni keinen Japanischsprachkurs anbietet, dann soll man natürlich nicht verzweifeln. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, japanische Sprachkurse zu belegen, irgendwie an Fachhochschulen oder Abendkursen oder an irgendwelchen Sprachschulen. Da müsst ihr euch einfach mal im Internet ein bisschen informieren. Da gibt es so, so viele Möglichkeiten. Ich habe es halt einfach über meine Uni gemacht, weil es für mich am günstigsten war und am besten einzuplanen war. Eine weitere Sache, die ich gemacht habe, ist, dass ich so relativ früh zu größeren Sprachtandemtreffen gegangen bin. Ich habe einfach bei Facebook geschaut, ob es irgendwie so eine japanisch-deutsche Tandemgruppe für meine Stadt gibt und habe da zufälligerweise auch was gefunden. Und die haben sich immer so einmal im Monat oder so getroffen und da bin ich halt einfach so relativ früh schon mit hingegangen. Also schon so nach 3 Monaten oder so, wo ich wirklich meinen Sprachkurs angefangen hatte. Am Anfang konnte ich natürlich selber fast noch gar nicht sprechen, beziehungsweise habe ich auch nichts verstanden. Aber es war sehr, sehr gut, um einfach auch so ein Gefühl für die Sprache zu bekommen. Und so Ende letzten Jahres, also ich glaube so im Oktober, habe ich dann auch angefangen, wirklich so richtige Tandem-Treffen zu machen. Das heißt in kleineren Gruppen, also zu zweit oder zu dritt, und dann wirklich die Sprache zu lernen. Ich habe dann meine Tandempartner sozusagen Fragen gestellt, die mir irgendwie aufgekommen sind, oder sie haben mir Fragen gestellt, oder ich habe ihnen Texte gegeben, die sie mal lesen sollten, oder sie haben mir Texte gegeben. Und einfach, dass man sich auch so austauscht. Und manchmal haben wir aber auch einfach nur die ganze Zeit erzählt. Und dabei lernt man aber trotzdem so, so viel. Deswegen so Sprachtandem-Sachen kann ich eigentlich nur empfehlen, weil das wirklich der Weg ist, womit ich am meisten Fortschritte im Endeffekt gemacht habe. Denn es ist nun mal so, eine Sprache lebt davon, dass man sie benutzt. Und wenn man sie benutzt, dann verbessert man sich auch sehr, sehr schnell da drin. Also um dieses Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen. Ich habe angefangen, Hiragana und Katakana zu lernen. Habe dann für mich selbst so einzelne grammatische Sachen und Vokabeln gelernt. Dann habe ich mir dieses Buch Japanisch für Manga-Fans gekauft, einfach um ein bisschen mehr die Sprache zu beschnuppern. Dann bin ich in den Japanischkurs gegangen und habe da sehr, sehr viel gelernt, um einfach auch sicher zu gehen, dass alles, was ich lerne, korrekt ist. Und dann habe ich angefangen, an Sprachtandemtreffen teilzunehmen und die Sprache wirklich aktiv auch zu sprechen. Natürlich habe ich währenddessen auch immer Kanji gelernt, sehr, sehr viele Kanji, Kanji, Kanji. Und mittlerweile kann ich, glaube ich, so um die 300 Kanji, würde ich sagen. Ich habe überlegt, so eine kleine Videoreihe zu machen, so nach dem Motto Kanji des Monats oder so, wo ich einmal im Monat einfach ein Kanji zeige, das mir gefällt oder wo ich denke, das ist interessant, und dann einfach zeige, wie man es schreibt und erzähle, was es bedeutet und wie man das liest. Und wenn ihr daran Interesse habt, dann gebt den ganzen Daumen hoch und dann mache ich das. Und wenn ihr ab September dann endlich Videos aus Japan sehen wollt, dann könnt ihr gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, tschüss!